Überraschung, Knalltüte. Zwischen der Arbeit mit 404 und dem Aufspüren von Sky Larsons neural kartierten Albträumen brauchte ich einen Tapetenwechsel. Außerdem könnte ich Hilfe gebrauchen. Ein schwarzes Taxi hat Fahrerflucht begangen. Ist schon etwas her, aber in den Nachrichten kam es nicht. Und was hat das mit mir zu tun? Überleg doch mal, alle schwarzen Taxis in London sind fahrerlos. Durch KI gesteuert. Weißt du, statistisch gesehen ist Rauchen deutlich tödlicher als jede der Zeck-Missionen. Also bin ich statistisch gesehen durch die Kippen härter zu töten? Ja? Dieser tote Mensch hat kurz vor seinem Ableben Codezeilen aus dem Taxinetzwerk heruntergeladen. Anscheinend wurde an dem Netzwerk herumgepfuscht. Das ist Amateurcode, reingestopft, wie sich ein Kind einen Wachsmalstift in die Nase steckt. Es steht sogar ein Kommentar an dem Code. Was steht da? Keine Wörter, nur Bitfolgen, Kauderwelsch und nicht genug, um nützliche Daten zu gewinnen. Du meinst, ein Hacker kontrolliert die Taxis und ermordet damit irgendwelche Leute? Genau, aber um sicher zu gehen, brauche ich mehr Daten. Okay. Dann suchen wir am besten nach mehr Taxis. Wenn wir die Bitfolgen kriegen, finden wir raus, wer der Hacker ist und wo er steckt. Schicke ich gleich Millionen von Leuten. Was hast du für mich? Derselbe simple Code mit Bitfolgen in einem Kommentar. Ich versuche, die zu konvertieren. Das Beste. Wir bitten nur, lassen Sie. Was war das? Also gehören diese Bitfolgen zu einer Audiodatei und kamen nicht daher, dass jemand seine Tastatur die Treppe runtergetreten hat. Hack noch ein Taxi, dann kann ich den Rest entschlüsseln. Beeilung. Diese Taxis nehmen wahrscheinlich gerade weitere Ziele ins Visier. Jetzt genug Bitfolgen, um die Audiodatei zu vervollständigen. Mal sehen. Bei allem Respekt, das sind BrokerTech-Angestellte. Ihre Mitarbeiter, die von Ihrem Produkt überfahren werden. Wollen Sie denn nicht das Beste für Ihre Leute? Sky Larson weiß genau, was das Beste für Ihre Angestellten ist, Lieutenant. Und deshalb bleiben die Taxis auch im Betrieb. Aber die Taxis vom Netz zu nehmen, wird doch ihrer Bilanz nicht schaden. Wir bitten nur um Albions Kooperation, während wir das Problem intern lösen. Lassen Sie unsere Bilanz unsere Sorge sein.
Okay. BrokerTech-Mitarbeiter werden von ihren eigenen Maschinen getötet? Ich habe mir alle Opfer der Taximorde angesehen und sie haben zwei Gemeinsamkeiten. Sehr schlechte Reflexe und ihren Arbeitgeber, BrokerTech. Scheiße. Heißt das, die Taxi-KI ist ein weiterer von Sky Larsons neural kartierten Menschen? Genau. Ein ehemaliger Taxifahrer. BrokerTech hat mit der Stadt an automatisierten Taxis gearbeitet und jetzt nehmen die Taxis Rache. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich niemand darum kümmern. Was jetzt? Wir müssen diese KI immer noch finden. Hacke ein weiteres Taxi. Vielleicht kann ich den Benutzerverlauf auslesen. Anscheinend kommen die Codeänderungen aus einem Parkhaus in Westminster. Ich bezweifle, dass diese widerlichen Schweine bei BrokerTech unsere Hilfe verdienen. Aber vielleicht sind sie nicht alle so irre wie Larsen. Die Beziehung zwischen Schöpfer und Werk kann schwierig und komplex sein. Siehe Frankenstein. Frankensteins Braut, Frankensteins Sohn. Okay, gut. London hat genug Ärger. Wir müssen dieser Killer-KI zuvorkommen und sie töten. Du bist jetzt dort, wo die Taxis parken und repariert werden. Wir sind hier, um die KI zu finden und zu verhindern, dass sie weiter GPS-Routen durch BrokerTech-Angestellte plant. Come on.
mieses Arschloch. Temperatur steigt. Das können Sie nicht machen. Ich war mein Leben lang Taxifahrer. Ich kenne mich aus. Bitte. Mich nicht. Redundant. Tötest. Tu ich's. Verdammte Automatisierung. Nicht autorisierter Zugriff. Gute Fahrzeuge auf lokales Netzwerk. Initiiere Signalinterferenz. Was ist hier los? Die KI leitet Rechenleistung um. Vorgang zu stoppen. Leider fällt mir dazu kein Hinterlist an. Jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Ich schätze, ich muss wohl weiterhin alles selber machen.
Warnung, Kerntemperatur steigt. Das können Sie nicht machen. Ich war mein Leben lang Taxifahrer. Ich kenne mich aus. Bitte, mich nicht. Redundant. Tötest. Tu ich's. Verdammte Automatisierung. Nicht autorisierter Zugriff. Boote Fahrzeuge auf lokales Netzwerk. Initiiere Signalinterferenz. Was ist hier los? Die KI leitet Rechenleistung um den Löschvorgang zu stoppen. Leider fällt mir dazu kein guter Witz ein. Ich bin unter Beschuss. Geh in Deckung. Hat leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Das hätte ich vorher schon sagen können. Na gut, dann machen wir es jetzt mal richtig. Ist das? Warnung, Kerntemperatur steigt. Das können Sie nicht machen. Ich war mein Leben lang Taxifahrer. Ich kenne mich aus. Bitte, mich nicht. Redundant. Tötest. Tu ich's. Verdammte Automatisierung. Nicht autorisierter Zugriff. Boote Fahrzeuge auf lokales Netzwerk. Initiiere Signalinterferenz. Was ist hier los? Die KI leitet Rechenleistung um den Löschvorgang zu stoppen. Leider fällt mir dazu kein guter Witz ein. Du wirst nicht entkommen. Wie viel? Keine Wahl. Nicht ablehnen. Wo? Unterschreiben. Was für ein Haus? Bin ich? Ich sehe nichts. Widerfahren. Tun wir's. Signalinterferenz fehlgeschlagen. Reboot. Hilfe! Ich habe die Quelle der Signalstörung lokalisiert. Du weißt, was zu tun ist. Fuck!
Stecke hier fest! Hier, eine Splittergranate! Bitte nicht. Netzwerk betriebsbereit. Anders überlegt. Starte Diagnose. Sie war das. Sie war das. Überschreibe Code. Ich werde Sie. Sei lieber bereit. Nicht wahr sein. Als hättest du eine Banane in den Auspuff gesteckt. Jedes schwarze Taxi in London hat soeben angehalten. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Zielperson. An alle Einheiten zurückziehen. Zielperson ist verschwunden. Oh, sie fahren schon wieder. Sie müssen auf ein älteres System-Backup umgesprungen sein. Erste Berichte lassen vermuten, dass sie keine Mordlust mehr verspüren. Glaubst du, die KI wollte Sky Larson töten? War das ihr ultimatives Ziel? Ich verstehe Sie, aber es wurden zu viele Unschuldige verletzt. Wir mussten das beenden. Thank you.
Oh, hi. Gehörst du zu... wie sag ich das jetzt? Ich hab kürzlich ein paar Leute kontaktiert, die... fuck, das läuft so nicht. Wow, 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 wow. Sachte, ich bin von DadSec. Oh Mann, was für eine Erleichterung. Man kann nicht vorsichtig genug sein, oder? Mit diesen Albion-Pissern. Aber ihr, wisst ihr eigentlich, wie viele Leute dankbar sind für das, was ihr in Sardar gemacht habt? Danke. Also hör mal, ich hab selbst ein bisschen gehackt, okay? Ganz vorsichtig, nicht zu tief, damit sie nichts merken. Aber rat mal, was ich gefunden habe. Albions globales Informationszentrum ist direkt hier in London. Global, verstehst du? Von da läuft alles. Da wird alles koordiniert. Operation, Taktik, alles. Auch die Finanzen. Die Menge Daten ist... Die Serverbänke, die man für den Scheiß braucht, sind riesig. Okay, also müssen wir bloß diesen großen Computer zertrümmern und schon ist Albions Scheiß weltweit im Arsch? Brillant. Keine Ursache, Kandahar. Oh Mann, ich kann nicht glauben, was da gerade passiert. Okay, das ist alles im Nexus Tower. Wenn ihr das macht, weckt das den Stadtteil wirklich auf, DadSec. Vielleicht kann ich... Das ist die perfekte Gelegenheit, das Albion wirklich zu zeigen. Nicht nur hier, sondern überall, wo sie ihr Unwesen treiben und auf den Menschenrechten rumtrampeln. In das Serverstockwerk kommt man nur mit dem Aufzug. Und da das quasi Albions globale Einsatzzentrale ist, solltest du mit starken Sicherheitsvorkehrungen rechnen. Willkommen im Nexus Tower. Material bereit. Scheiß Sicherheitssystem. Zeit für die Maske.
Diese Drohne! Was? Was ist mit unserer Security los? Wie witzig. Sehr gut. Shit. Gib auf. Na los. Ugh.
geschossen! Ohne Menschen. Wie erfrischend. So sauber, so organisiert, so friedlich. In den Serversilos wird die Umgebung streng kontrolliert. Zum Glück kannst du die Kontrolle über die Wartungsdrohnen übernehmen. Am leichtesten zerstörst du ihr Informationszentrum, indem du für eine Stromspitze im Energiekern sorgst. Also, was ist der Plan? Sie verwenden Hochleistungsbatteriebänke, um immer Strom zu haben. Wenn du eine findest, lass sie in den Energiekern fallen. Und das war's dann. Ich glaube, ich sehe mich mal um. Das ist nicht witzig. Aufgepasst!
diese Batteriebank in den Kern fallen und Albions Logistik ist am Arsch. Taktikplanung, Geschichte. Ihre Operationsalgorithmen, alles weg. Dann mal los. Mit Albions globalem Informationszentrum. Das müssen die Menschen aus Savak erfahren. Ich hätte da eine Idee. Wow, ich wette, der gesamte Stadtteil hat das mitbekommen. Wenn jetzt nicht jeder Albion an die Gurgel will, weiß ich auch nicht weiter. Und dazu all das andere, was ihr in Sadak gemacht habt? Die Leute werden Datsak unterstützen. Und ich auch. Meldet euch, wenn ihr meine Hilfe braucht. Jederzeit. Bis dann. So macht es Datsak. Merkt ihr das einfach, ja? Ich hol mir diese Das war richtig krass, Mann. Ich spür's in jeder Faser. Die Nachricht, dass Albions globales Operationszentrum ausgeschaltet wurde, bringt die Leute sicher zu der Annahme, dass es nicht besonders gut für Albion läuft. Gute Arbeit. Danke, Mann.